Vorne, vorne! Auf jeden Fall war es mir sehr wichtig, dass ich mich auch zeige und dass ich ja, wirklich dann zeige, dass trans Menschen auch einen Platz beim Sport haben, dass es wichtig ist, dass wir uns zeigen und wirklich besonders beim Schwimmen, wo so viel sehr körperbetont ist, da kann man sich nicht verstecken. Und die Umkleidesituation ist natürlich für viele Menschen so eine Abschreckung, dass man nicht hingehen will. Und dass es irgendwie auch wichtig ist, Safe Spaces zu generieren für Flinterpersonen, Awareness zu kreieren. Und ja, weil alle Menschen sind auch gut in Sport und haben das Recht darauf, irgendwie angstfrei Sport machen zu können. Ja.